Ach, die hatten wir schon. Also dann wäre jetzt nämlich 18 dran. Ich wieder. Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt in der Aufgabe A hatten? Okay, also hier waren jetzt die Wähler drin, die befragt worden sind, nicht wahr? Das wissen Sie ja noch. So, Menge A bezog sich auf die, die Linke wählen, und Menge B bezog sich auf die, die aus dem Bundesländer kamen. Ja, das war jetzt die Aufgabe. So, zumindest ging es ja darum. Nicht? So. Okay. So, was hatten wir jetzt hier zunächst mal für Werte raus? Also der Anteil der Linken hier betrug, glaube ich, 10%, nicht? Das war jetzt hier gerade in den Aufgabentext angegeben. Dann gab es jetzt hier zum Beispiel jetzt auch der Anteil jener, die aus seinem Bundesländer kamen, da 20%, nicht? Also jeder Fünfte. Meine Damen und Herren, es gab noch eine kleine Besonderheit, und zwar in dem Fall, das was mit bedingten relativen Häufigkeiten zu tun hatte, nämlich Anteil der Linken unter den, also nicht jetzt bezüglich der gesamten Stichprobe, also nicht bezüglich dieser Zeitungsleitung, sondern unter denen, die aus den anderen Bundesländern kamen. Das ist das hier. Also H von A, sagt man, unter der Bedingung B. Okay? Also H von A bedeutet natürlich jetzt jedenfalls Anteil der Linken. Aber nicht bezüglich Omega, also nicht bezüglich der gesamten Stichprobe, sondern bezüglich, meine Damen und Herren, derer, die jetzt aus einem Bundesländer kamen, ist es jetzt hier natürlich 30%. Der Anteil der Linken in den neuen Bundesländern ist, das wissen Sie vielleicht, überdurchschnittlich hoch. So. Und so drückt man das jetzt hier aus. Also bitte verwechseln Sie dieses Zeichen jetzt hier nicht mit der Differenz. Also das ist jetzt natürlich nicht die Differenz A ohne B, sondern das ist die relative Häufigkeit des Ereignisses A unter der Bedingung B, meine Damen und Herren. Okay? So, das war's hier. Dann hatten wir zunächst mal ein paar Sachen hier ausgerechnet. Also insbesondere jetzt hier zum Beispiel bei der Aufgabe A. Teil B, was war jetzt hier nochmal Teil B? Also mit diesem Anteil derer durch Stichprobe, sie wohnen aus dem Bundesland, kam als auch, also ich wiederhole es jetzt hier mal ganz kurz, als auch hier, sowohl aus dem Bundesland als auch die Linke wählen nicht, das ist das hier. Nicht? Wenn Sie jetzt natürlich, schauen Sie, wenn Sie natürlich jetzt hier die Definition kennen, das ist das hier. Da können Sie natürlich jetzt hier unmittelbar diesen Ausdruck bestimmen, der jetzt hier, den jetzt hier gefragt wird, also H von A und B, nicht, das ist das hier, also Linke wählen und aus einem Bundesländer kommen, nicht, das ist natürlich das hier, nicht, also H von A bedingt B mal H von B, das ist natürlich in dem Fall, meine Damen und Herren, 0,3 mal 0,2, das sind jetzt hier 0,06, also 6%. Okay, so. Das hatten wir schon. Okay, also das war das letzte Mal, was wir jetzt hier, das letzte, was wir besprochen haben. Teil C. Bei Teil C ist jetzt hier was gefragt, und zwar schauen Sie, bevor wir das jetzt hier tun, nochmal eine Kleinigkeit hier. Und zwar, Sie haben jetzt hier natürlich die bedingte relative Häufigkeit des Ereignisses A unter der Bedingung B, ist natürlich, sieht natürlich so aus, nicht? Das hier. So. Was würde da eigentlich passieren, wenn Sie jetzt nicht diese relative Häufigkeit berechnet hätten, sondern die hier, schauen Sie, und zwar die relative Häufigkeit des Ereignisses B unter der Bedingung A. Ja? Okay? Wie würde man das jetzt hier ausrechnen wollen? Also die Vorgehensweise ist natürlich jetzt immer die gleiche, meine Damen und Herren. Schauen Sie, das ist natürlich die relative Häufigkeit der Schnittmenge geteilt durch die relative Häufigkeit der Bedingung. Was ist denn die relative Häufigkeit der Schnittmenge von den beiden hier? Na? Die relative Häufigkeit von der Schnittmenge. Naja, also wenn ich A mit B schneide, dann kriege ich wohl dasselbe raus, wie wenn ich B mit A schneide, nicht? Das wissen Sie. Das heißt, hier steht dann weiterhin auch die relative Häufigkeit, ich schreibe das jetzt mal ausführlich, in B geschnitten A. Nicht? Das ist natürlich das gleiche wie A geschnitten B. Nicht? Sie wissen doch, meine Damen und Herren, dass die Schnittmenge kommutativ ist. Nicht? So, geteilt durch die relative Häufigkeit der Bedingung. Die relative Häufigkeit der Bedingung ist jetzt in dem Fall A. So, okay? So viel dürfte klar sein. So, und jetzt, was sehen Sie, meine Damen und Herren, was sehen Sie? Sie sehen doch, dass das hier gleich ist mit dem hier, oder? Eigentlich schon. Ja? Und wenn die gleich sind, was kann man damit machen? Lauft da bitte. Nun gut.
Wer war's? Irgendjemand hier. Aus der Ecke. Gleichsetzen, ja natürlich. Ja, also, beziehungsweise erst nach den beiden Auflösungen gleichsetzen. Was kommt dann heraus, wenn ich es tue? Also, ich löse jetzt hier mal natürlich das Ganze hier nach der relativen Häufigkeit von B unter der Bedingung A auf. Ja, Sie hatten sich gemeldet? Ach so. Okay, nur für ihn, ja. Okay, ja. Aber vielleicht sagen Sie mir trotzdem, was jetzt hier drankommt, ja. Wenn Sie mich schon melden, ja. Ja, was kommt dann heraus? Also wenn ich das jetzt hier, diesen Ausdruck jetzt hier nach der relativen Häufigkeit der Schnittmenge jetzt hier auflöse und das dann hier einsetze, was kommt dann raus? Ah, wissen Sie nicht. Wer hilft Ihnen auf die Sprünge? Nicht? Also multiplizieren Sie mir doch mal das hier mit h von b, diese Gleichung hier, die hier, die hier, die hier mit h von b. Und dann setzen Sie das, was auf der rechten Seite steht, setzen Sie einfach hier ein. Was kommt dann heraus? Da kommt heraus, ja, ich weiß, es ist noch früh, meine Damen und Herren, es ist noch früh, das kriegst du auch nicht. Also h von a bedingt b mal h von b, das ist nämlich jetzt gerade die relative Häufigkeit von der Schnittmenge, das sehen Sie hier. Ja? Wenn Sie das jetzt hier damit multiplizieren, bekommen Sie natürlich das hier raus und das soll natürlich auch im Zähler stehen, geteilt durch h von a. Nicht? So. Und das ist das, mit dem Sie jetzt hier die Größe jetzt hier ausrechnen sollen. Also, in dem Fall nehme ich, was steht in der Aufgabe? Anteil derer unter den Linken, die aus den 900 Sender kommen. Ja? Also Sie haben eine Person vor sich, von der Sie wissen, sie wählt die Linke, mit welcher relativ neu, also mit welchem Anteil kommt jetzt diese Person aus dem Osten. Das ist jetzt in dem Fall, wenn Sie das jetzt hier ausrechnen. Ne? Schauen Sie, also wenn Sie jetzt hier die Zahl einsetzen, das wollen wir jetzt hier gerade tun. Die Zahl hier 0,3 mal 0,2 geteilt durch hier 0,1. Das sind jetzt hier, wenn Sie das hier aus. Genau, wenn Sie das hier ausrechnen, sind das 0,6. Also, das bedeutet, meine Damen und Herren, das können Sie sich vielleicht dazu schreiben, 60% derer, die Linke wählen, kommen aus dem Osten. Okay? 60%. Ja, verstehen Sie das? Okay. 60% derer, die Linke wählen, kommen aus dem Osten. Notieren Sie sich das mal einfach so dafür, so ein bisschen am Rande dazu, also das, wie ich es gesagt habe. Okay. Das wäre Teil C gewesen, da hat sie Fragen hierzu. Das kam eigentlich auch in der letzten Klausur vor, deswegen sollten Sie das auch kennen. Keine Fragen hierzu? Na dann machen wir weiter, und zwar mit 3D. Bevor wir jetzt hier weitermachen, schauen Sie, wir machen uns mal hier mal so ein kleines Bildchen nochmal. Hier die Menge A, hier ist die Menge B und hier soll jetzt hier Omega sein. So, und die Frage ist jetzt, schauen Sie, die Frage ist jetzt hier genau, wenn Sie sich mal das jetzt hier mal ein bisschen angucken. Die beiden hier, insbesondere die Menge A, was jetzt hier die Menge A angeht. Wie könnte man jetzt hier die Menge A denn besonders gut zerlegen? Schauen Sie, die Menge A besteht doch aus der Vereinigung folgender Teilmengen. Schauen Sie, nehme ich einmal das hier. Nicht? Das ist die mit den Streifen. Und die andere ist die mit den Punkten. Ja? So. Ich habe jetzt hier nur keine andere Möglichkeit, das jetzt hier vielleicht für Sie ein bisschen deutlicher zu machen. Sie können es ja machen, wie Sie wollen. So, wenn Sie die beiden natürlich vereinigen, also sprich jetzt hier die Menge mit den Streifen, mit Sinter, sind Menge mit den Punkten, dann bekommen Sie natürlich jetzt hier die Menge A heraus. Und die Frage ist jetzt, wie könnte ich das jetzt hier natürlich formal darstellen? Also das ist ja eine Vereinigung. Wie könnte ich das jetzt hier zum Beispiel, die Menge mit den Pünktchen hier, könnte ich dann, wie könnte ich das denn ausdrücken? Ja? Die Menge A ohne B und die Schnittmenge. Genau, also Sie haben jetzt beide genannt. Ja, die Schnittmenge. Ja, genau. Zunächst mal hier die Schnittmenge, das ist das hier. Nicht? Seht ihr das hier, dass das jetzt hier gerade die Menge mit den Punkten ist?
Die Schnittmenge. Und das hier, meine Damen und Herren, das ist A ohne B. Das schreibe ich jetzt aber nicht wie folgt. Und zwar A ohne B lässt sich natürlich auch schreiben als A und B nicht. Das ist das Gleiche. A und B nicht. Ja? A ohne B. In der Menge A drin, aber nicht in der Menge B drin. Ja, das ist das Gleiche. A, ja, B,